Herzlich willkommen zu der Winterlandschaft in Leimen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von leimenlokal.de, ich möchte Sie mal fragen, wer sind Sie? Wer bist du? Wenn ich so eine Antwort brauche, dann könnten Sie oder kannst du vielleicht sagen, ja, ich bin ein Lehrer, Lehrerin, ich bin ein Beamter, ich bin ein Bauarbeiter, ich arbeite in einem großen oder in einem kleinen Unternehmen, ich bin ein Sozialarbeiter, ich bin ein Berater, Beraterin oder ich bin ein Politiker. Ich bestimme vieles. Ich bin ein Priester, Pastoralreferent, Gemeindereferentin. All das werden wir sagen. Vielleicht können wir auch eine Antwort geben, ja, ich gehöre zu einer Bauernfamilie. Oder ich gehöre zu einer adeligen Familie. Also, ich werde immer wieder eine Antwort geben von meinem Verdienst und von dem Verdienst meiner Familie. Wer bist du? Wer sind Sie? Also, ich nehme das, was ich geleistet habe oder was meine Familie geleistet hat. Ist das alles? Wer sind Sie? Wer bist du? Du bist noch mehr. Sie sind noch mehr. Und das ist eben das Thema des heutigen Evangeliums, wo Jesus etwas gesagt bekommt, was er ist. Du bist mein geliebter Sohn, auf dich habe ich mein Gefallen gefunden. Auch im Leben Jesu gab es verschiedene Fragen und Antworten, wer er ist. Der Pilatus fragte ihn, wer bist du? Bist du der König der Juden? Oder nach einer Heilung sagt ein böser Geist, ja, du bist der Messias. Oder Petrus sagt, ja, du bist der Sohn Gottes. Zu all diesen Fragen und Antworten von Menschen gibt Jesus eine Antwort. Egal, ob er sagt, ja, du sagst es, oder schweig, oder sag niemandem. Nur in diesem einen Fall bei der Taufe, bei seiner Taufe am Jordan, sagt Jesus gar nichts. Als er diese Aussage bekommt von seinem Vater, nämlich, du bist mein geliebter Sohn. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, das ist eben das, was ich heute Ihnen und dir mitgeben möchte. Du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter Gottes. Das ist eben das größte Geschenk, was wir als Christen haben können. Wenn ein Hindu, Muslim oder Jude gefragt wird, wer bist du, kann er oder sie vielleicht diese Antwort nicht geben. Aber ein Christ kann das geben. Ich bin ein geliebter Sohn Gottes, eine geliebte Tochter Gottes. Bei der Taufe sagte der Priester, das weiße Gewand soll dir ein Zeichen dafür sein, dass du in der Taufe neu geboren worden bist und Christus angezogen hast. Unsere Winterlandschaft zeigt eben, dass eine andere Farbe, eine andere Bedeckung möglich ist. Ein jeder Christ hat eben die weiße Farbe bei der Taufe als Bekleidung, Bedeckung. Ein Zeichen, dass wir neu geboren sind, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Spüren Sie das? Spürst du das? Wer sind Sie? Wer bist du? Du bist ein geliebter Sohn Gottes. Du bist eine geliebte Tochter Gottes. Einen schönen Sonntag.